Nordfrieslands Watten, Halligen und Marschen. Eine einzigartige Welt, dem Meer zugewandt. Es ist ein noch junges Land, von mächtigen Gezeitenströmen geformt und beherrscht, bis heute. Sand und Wasser zwischen Ebbe und Flut. Klares Licht unter hohem Himmel. Das ist Nordfriesland. Eine unendliche Fläche aus Salzwiesen und Marschen, soweit der Blick reicht. Aber auch grau, nass und zermürbend kann Nordfriesland sein. Ständig fordert es den Menschen heraus, beim Erhalt von Halligen, Inseln und Marschen. Leuchttürme weisen hier den Weg, wo Land und Meer ineinander übergehen. Der See abgerungen ist der Boden, doch die See bleibt allgegenwärtig. Es ist Frühling. In Scharen kommen gefiederte Weltreisende zu Gast. Tausende. 10, 12 Millionen im Jahr. Die Watten bieten ihnen einen reich gedeckten Tisch. Und auf Inseln und Halligen sichere, ungestörte Rast. Auch hinter dem Deich erwacht das Land in den Kögen. Nach langen, kalten Winterwochen sprießt und wächst es endlich wieder auf dem saftigen Marschboden. Nordfrieslands Farben erstrahlen in der klaren Seeluft. Auch die Störche sind zurück, zum Frühjahrsputz. Sie lieben die feuchten Niederungen im Binnenland, wo sie reichlich Futter für den Nachwuchs finden. Aber die meisten fliegenden Gäste landen dort, wo die Nordsee auf das Festland trifft. Bei Niedrigwasser holen sie ihre Nahrung aus dem trocken gefallenen Meeresboden. Und bei Hochwasser rasten sie hinter den Deichen, wie im Hauke Heinkoog. Erstmals wurde hier neu gewonnenes Land nicht nur zu Ackerboden. Mehr als der halbe Koog ist Vogelschutzgebiet. Ein Dorado für Vogelkundler. Sandregenpfeifer, Säbelschnäbler, Seeschwalben. Manche Arten brüten hier, andere sammeln Kraft für die langen Flüge zwischen Brutplatz und Winterquartier. Im Fokus heute die Gänse. Das Besondere hier am Hauke Heinkoog ist, dass die Graugänse eigentlich Süßwasservögel sind, eigentlich hier innendeichs brüten. Aber weil der Fuchs regelmäßig die Gelege nutzt oder frisst, haben sie ja jetzt gelernt, draußen auf der Hallig haben sie sichere Brutplätze. Dort haben sie zwar kein Süßwasser, aber sie können dort sicher brüten. Und wenn die Jungen geschlüpft sind, werden sie durchs Watt 3, 4 Kilometer hier rüber geführt. Und dann müssen sie allerdings über den Deich, über die Straße, um dann in die Wasserflächen reinzukommen. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Gänse. Die vielbefahrene Straße führt zu den Fährhäfen Schlüttsiel und Dagebüll. Nicht gut für den Gänsemarsch. Zum Teil schaffen die Gänse alleine über die Straße zu gehen. Aber wenn die vielen Autos hier sind, schrecken sie immer wieder zurück. Und dann versuchen wir sie entweder rüber zu treiben oder wir sammeln die Kleinen ein und nehmen sie mit dem Eimer über die Straße und lassen sie auf der anderen Seite wieder laufen. Musik.
Im Frühling sind besonders viele Gänse hier. Graugänse, Nonnengänse. Sie alle fressen und fressen, sich Fettreserven an für den Weiterflug bis hoch nach Grönland. Kein Problem im Vogelschutzgebiet. Doch besondere Leckerbissen sind die jungen, eiweißreichen Pflanzen auf den Feldern nebenan. Jan Albrecht ist aktiver Naturschützer im Krug, vor allem aber Landwirt. Seine Familie lebt davon. Sein Weizen müsste jetzt eigentlich 30 cm hoch gewachsen sein. Es sind ja nicht mehr 1000 Gänse, es sind Zehntausende von Gänsen. Also vorgestern hatten wir auf einer Fläche, da saßen schätzungsweise zwischen 3.000 und 5.000 Gänse. Und wenn die auf 5 Hektar sind, dann ist das nach 2 Tagen ist der Acker kahl gefressen. Alle meine Angestellten haben auch Bescheid, morgens und abends. Also wenn sie zur Arbeit fahren, werden sie alle meine Felder abfahren und die Gänse verjagen. Und wenn die Kinder von der Schule kommen, fahren sie auch automatisch schon bei den Feldern vorbei, um die Gänse dann zu verjagen. Wir schützen die Gänse ja auch in unserem Speicher, Hauke-Heinkoog-Speicherbecken und hier auch im Boscheler See. Aber für die Landwirtschaft ist das sehr kritisch zu sehen. Vogelscheuchen helfen kaum. Gänse sind schlau. Sie riechen den Braten. Wenn die Gänse im Frühjahr über die nordfriesische Küste fliegen, dann beginnt die Saison an den Stränden. Das Spiel mit Wind, Wasser und Gezeiten. Wie hier auf Eiderstedt, vor St. Peter-Ording. Am Yachthafen setzt man die Segel. Ein Hafen, hoch in den Dünen und auch bei Hochwasser trocken. Die Yachten sind Strandsegler. Heute geht es in St. Peter-Ording um die deutsche Meisterschaft. Die Regattastrecke liegt weit draußen, ganz im Süden des 12 Kilometer langen Strandes. Ebbe, Flut und Wind haben in den letzten Tagen gute Arbeit geleistet. Der Strand ist fest und eben. Vor dem Start ist Feintuning angesagt. Ich habe schon gemerkt, beim Ziehen merkst du das schon. Wenn er nicht so richtig läuft, dann war ein bisschen zu wenig Luft drauf. 5 Minuten bis zum Start. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Aber noch nicht alle sind so weit. Erst haben wir Zeit und jetzt noch immer auf die Startlinie. Briefing! Briefing! Ich hoffe, dass der Schnellste gewinnt. Also eigentlich gewinnt der Schnellste. Eigentlich ja, wenn er die richtige Taktik fährt. Ja, ne? Und jetzt kann immer mal stecken bleiben im weichen Sand oder in der Windemarke nicht richtig durchkommen. Dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und das sind dann die Meter, wo die anderen darauf hoffen, dass die dran vorbeikommen. Ne? Wenn ihr genau geradeaus guckt, dann sind wir auf dieser Sandbank. Alles, was links ist, ist weich. Da könnt ihr nicht fahren. Nicht hier links, dass ihr euch hier im weichen Sand festfühlt habt. Auf einem Dreieckskurs geht es in mehreren Runden über 2 Kilometer Strand. Heute 3 Läufe, morgen noch mal 2. Jetzt zählen Taktik und seglerisches Können. Außerdem ist da noch die Flut, die Priele langsam wieder füllt. Strandsegeln als Sport gibt es seit rund 100 Jahren. Die erste Europameisterschaft fand 1963 statt, hier vor St. Peter-Ording, beim kurz zuvor gegründeten Yachtclub. Die Nordfriesen zählen zu den besten Piloten der Welt. Wind und Gezeiten haben die Trainingsstrecke vor ihrer Haustür perfekt gestaltet. Bis zu 130 Stundenkilometer schnell, je nach Windstärke. Da kann schon ein Matschloch gefährlich werden.
Favoritensieg im ersten Lauf. Vielen geht es aber nicht nur um die Meisterschaft. Sie suchen die Herausforderung. Zwar nicht nur einfach hin und her, sondern auch so ein bisschen schlickig da hinten und ein bisschen schmal. Und wenn man nicht richtig rumkam, musste man in die Schlammlöcher rein, damit man wieder Fahrt aufnehmen konnte. Ich habe beim ersten Mal das Matschloch richtig fest getroffen und ich Idiot fahre beim zweiten Mal auch noch mal rein. Aber sehr schnell und sehr eng gesteckt alles, weil man muss ein bisschen Mut zusammennehmen und dann mit aller Macht da um die Ecke fahren. C'est la vie. Unbeeindruckt von dem Spektakel kommen und gehen die Gezeiten um die Halbinsel Eiderstedt. Drei Lande heißt sie auch. Eiderstedt ist aus drei Inseln zusammengewachsen, durch Deichbau und Landgewinnung. Ein ewiges Problem war das Wasser. Sturmfluten von außen, Regen von innen. Niederländische Wasserbauer halfen. Ihr System aus Gräben, Silzügen und Schleusen funktioniert noch heute. Die Landbesitzer damals verdienten gut auf dem fruchtbaren Marschboden. Sie bauten sich gewaltige Häuser, sogenannte Haubarge. Der bekannteste ist der rote Haubarg. Er hatte mal ein rotes Ziegeldach. Haubarge sollten Heu, Mensch und Vieh unter ihren mächtigen Dächern bergen. Noch heute bestimmen Ackerbau und Viehzucht das Leben auf dem nordfriesischen Festland. Als Biobetrieb sehen wir natürlich zu, dass unsere Kühe auf die Weide kommen, weil nichts ist schöner als die Weide. Und auch unsere Jungviehaufzucht findet auf den Weiden außerhalb der Geest, außerhalb unseres Betriebes statt. Also das, was der Almauftrieb ist, ist für uns praktisch der Halligauftrieb. Ja, dieses Reizklima ist sehr gesund für die. Die werden nicht von Insekten gestochen, weil da immer frischer Wind weht. Und es ist einfach besser für die Rinder. Der Hof Backensholz bei Husum ist spezialisiert auf frische Milch und Käse. Zweimal am Tag schauen die Kühe im Stall vorbei, wo leckeres Kraftfutter geboten wird. Eiweißreiche Silage aus Kleegras, Mais, Getreide. Alles vom eigenen Hof. Und weiter zum Melker. Viel Bewegung, frische Luft und individuelle Betreuung. Für die Tiere ist das fast wie Urlaub auf dem Bauernhof. Die Kühe haben ihr Futter gut umgesetzt. In besonders gehaltvolle und schmackhafte Milch. Doch die ist nicht zum Trinken da. Alles arbeitet auf diese Laibe hin. Die Tiere sind daraufhin gezüchtet, das Futter speziell gemischt. Sogar die Energie kommt über eine Biogasanlage aus dem Kuhstall. Auf diesem Hof ist alles Käse. Und der beginnt mit frischer, roher Milch. Die Milch muss ein ganz wenig sauer sein. Wir nennen das Ansauer. Das erreichen wir durch Milchsäurebakterien. Und wenn wir dann den richtigen pH-Wert erreicht haben, geben wir dieses Lab dazu. Das kommt aus dem Kälbermagen, das ist ein ganz natürlicher Stoff. Wertvoll wie Gold, das ist nur noch ganz, ganz selten. Und dieses Lab führt dazu, dass die Milch sich dick legt. Wie ein Pudding, wie ein Wackelpudding. Wir nennen das Galerte. Und nach einer ganz bestimmten Zeit wird dieser Pudding oder die Galerte geschnitten. Und bestimmt für das jeweilige Rezept ist die Korngröße, die Bruchgröße. Das kann man an den Hafen genau sehen. Je größer wir schneiden, umso mehr Molke bleibt in dem Bruchkorn und je weicher, umso weicher wird der Käse. Käseproduktion im großen Stil brachten die Niederländer nach Nordfriesland, wie Deichbau und Entwässerung. Um 1600 wurden von Tönning aus jährlich 3 Millionen Pfund Käse verschifft. Früher wurde fast auf jedem Hof hier in der Region gekäst. Zumindest Quark, Joghurt und Butter gemacht. Aber die meisten Höfe, die größeren Höfe, haben auch gekäst. Für ihr Gesinde und für sich selbst. Und das ist sehr, sehr spannend, sich mit diesen alten Geschichten zu befassen, alte Rezepte auszugraben. Und das war sozusagen auch eine Triebfeder für mich.
Im Käse steckt viel Handarbeit. Je nach Sorte wird er in Salzlake getaucht, wie der Deichkäse, oder mit Wein eingerieben, mit Kulturen beimpft und wieder gedreht und abgerieben. Zum Reifen braucht jeder Laib Pflege und sein eigenes Klima. Vom Weichkäse bis zum Schnittkäse. Manche ein paar Wochen lang, andere sogar Jahre. Husommer, Friesisch Blue. Am Ende hat jeder sein Aroma. Das sind unsere Weihnachtskäse. Nicht zum Verkauf, sondern nur für die Familie. Wir schneiden den zu Weihnachten an und die Kinder und überhaupt die Verwandten freuen sich, wenn sie dann einen ganz besonderen Käse bekommen. Das sind unsere Schätze. Husum. Eine Sturmflut machte es zur Hafenstadt. Die große Mandränke von 1362. Sie hatte weites Küstenland verschluckt. Die Nordsee griff jetzt direkt in den Ort. Und auf ihr kamen Schiffe aus aller Herren Länder. Quasi über Nacht war Husum ein blühender Marktplatz geworden. 3,5 Meter fällt das Wasser bei Ebbe hier. Die graue Stadt am Meer des Dichters Theodor Storm ist gar nicht so grau. In diesem Kaufmannshaus hat der Dichter gewohnt. Theodor Storm war tief verwurzelt in Nordfriesland, belauschte es im grauen Nordseenebel und schrieb darüber, über das Land und seine Menschen. Seine Novellen erzählen von einer der damals unwirtlichsten Gegenden. Sein Haus ist heute Museum und Archiv. Hier ist die Erstausgabe von Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter. Die ist in Storms Todesjahr 1888 erschienen. In der Novelle geht es um die Geschichte des Hauke Hain, der als aufgeklärter Deichbauer gegen den Aberglauben seiner Mitmenschen kämpft und der am Ende auch zugrunde geht, aber sein Werk, sprich der Deich, hat ihn überlebt. An diesem Schreibtisch hat Theodor Storm seinem Schimmelreiter eine Gestalt gegeben, ihn zum Leben erweckt. Die Vorarbeiten zu Storms Schimmelreiter können Sie sehen, da hat Storm noch viel gestrichen und vieles geändert im Gegensatz zur späteren Fassung. Und er hat sich auch von der Tochter eines bekannten Deichbauinspektors namens Eckermann eine Karte zeichnen lassen, wie man sich die Schauplätze des Schimmelreiters vorzustellen hat, sodass Storm selbst immer eine genaue Vorstellung hatte, was wo spielen sollte. Mit der Flut kommt die Nordsee zurück in den Hafen. Über Jahrhunderte hinweg wurden hier Waren umgeschlagen. Heimisches Salz, Stockfisch aus Norwegen, Holz aus Russland, Kohle aus England. Das ist vorbei. Husum ist auch ein Werftplatz, seit 400 Jahren. Erst liefen Ewer vom Stapel, später Schiffe wie die Hildegard, auch Fracht- und Passagierschiffe. Bis die Konkurrenz aus Fernost das Geschäft zunichte machte. Die Husumer Werft musste Insolvenz anmelden. Doch ein bisschen Arbeit konnte hier gehalten werden. Dieser Betrieb ist entstanden aus der ehemaligen Husumer Schiffswerft und wurde dann zur Husumer Dock und Reparatur. Und das geschah im Jahr 2000. Also wir existieren seit 2000 als eigenständiger Reparaturbetrieb und reparieren ausschließlich Schiffe. Also der Neubau ist hiervon jetzt ausgeschlossen. Rund 80 Schiffe werden nun jährlich eingedockt. Auf der einzigen Werft an der nordfriesischen Küste. Damals, in Hochzeiten, arbeiteten 800 Leute hier. Heute sind es nur noch 60. Die Schiffe unterliegen einer Klassifikation. Das ist als Beispiel
wie beim Auto. Das Auto muss zum TÜV und das Schiff muss regelmäßig ins Dock. Frachtschiffe etwa alle 2,5 Jahre. Für einen neuen Anstrich und für Reparaturen. Das Ein- und Ausdocken geht nur, wenn Wasser da ist. So wie damals schon, als hier in Husum das allererste Schiff vom Stapel lief. Die Gezeiten regeln den Ablauf im Hafen. Jetzt ist Hochwasser und betriebsame Eile im Dock gegenüber. Die Männer vom Landesbetrieb für Küstenschutz müssen gleich 2 ihrer Schiffe ins Trockene bringen. Das geht nur in einem engen Zeitfenster um Hochwasser herum. Das Fluttor stand die letzten Stunden lang offen. Das auflaufende Wasser hat das Becken gefüllt. Es ist so groß, dass mehrere Schiffe Platz darin haben. Auch die Heiterbu nimmt Kurs auf das Dock. Das Mess- und Laborschiff muss zur Wartung. Für seine knapp 9 Meter Breite wird die Tordurchfahrt eng. Die Heiterbu ist nun fest verteut, direkt hinter dem Tor. Mit der nächsten Ebbe läuft das Wasser aus dem Dock heraus. 5 Stunden später, bei Niedrigwasser, ist das Tor geschlossen. Und die Schiffe liegen trocken auf hölzernen Pallen. Dieses Trockendock ist in seinen Abmessungen und in der Bauweise etwas sehr Besonderes. Ich behaupte, einmalig in Europa. Hintergrund ist, wir haben hier einen Dockboden in Klinkerbauweise. Das heißt, man hat auf dem vorhandenen Kleiboden Heidekraut gesetzt und auf dem Heidekraut diese Klinkersteine, damit eine gewisse Wasserdurchlässigkeit gegeben ist und das Grundwasser entsprechend auch hier störungsfrei abfließen kann. Über 130 Jahre alt ist das Gezeitendock und steht unter Denkmalschutz. Es ist kein privatwirtschaftlicher Betrieb. Das Dock gehört dem Land Schleswig-Holstein. Der Küstenschutz wartet und repariert hier seine Flotte. Mehr als 40 Schiffe und Schuten. Für die Sicherheit an der Küste müssen sie immer einsatzbereit sein. Das Dock ist also Teil des Küstenschutzes. Wie auch der Schlepper Odin. Er soll eine Schute mit Buschwerk zur Hallig-Norderoog bringen. Material, um Eisschäden aus dem letzten Winter auszubessern. Eine Aktion, bei der Küstenschutz, Nationalparkverwaltung und der Vogelschutzverein Jordsand Hand in Hand arbeiten. Die Odin muss sich sputen. In 3 Stunden ist wieder Hochwasser. Die einzige Chance, mit ihrem Tiefgang Norderoog nahe zu kommen. Die Hallig liegt weit westlich im Wattenmeer, umgeben von flachen Sänden. Norderoog ist die einzige private Nordseeinsel Deutschlands. Der Verein Jordsand kaufte die kleine Hallig 1909 für 12.000 Goldmark. Aus Spendengeldern. Heute wären das 1 Million Euro. Eine Insel nur zum Schutz der Vögel. Damals gab es noch kaum Naturschutz. Selbst 1985, als Schleswig-Holstein das Wattenmeer zum Nationalpark machte, fand das wenig Zustimmung. Ja, teilweise überwog Skepsis, weil die Menschen hier an der Küste nicht wussten, was jetzt Nationalpark bedeutet. Sie hatten keine Erfahrung, wir hatten auch keine Erfahrung. Es wurden Fragen gestellt, dürfen wir noch ins Watt gehen, dürfen wir noch mit der Glieb Krabben fischen, also diese ganzen traditionellen Nutzungen, sind die noch zukünftig möglich? Und da mussten wir peu à peu arbeiten, Vertrauen bilden und sagen, klar, Menschen sind nicht ausgesperrt, ein Naturschutz gegen den Menschen ist gar nicht möglich. Und ich glaube, wir haben ein gutes Stück Interessenausgleich hinbekommen und das haben die Menschen mittlerweile gemerkt und deswegen ist die Stimmung auch ins Positive umgeschlagen. Norderoog ist kaum in Sicht, da wird es für die Odin zu flach. Dabei ist Hochwasser. Ein kleinerer Schlepper muss die Schute mit dem Buschwerk übernehmen. Doch auf halbem Weg bleibt auch der auf der Sandbank stecken. Hilfe naht von der Hallig. Die Jugendlichen sind das gewöhnt.
das Wasser treten. So, ist der fest hier? Einfach hier mit dem Vollader. Ist okay. Hier alle ans Seil rein, alle nach vorne. Norderoog liegt in der Kernzone des Nationalparks, genießt somit höchsten Schutz. Niemand sonst darf hierher. Das kann ja nicht sein, dass sie alle ziehen, dann wäre da kein Zickzack drin. Die lernen hier unheimlich viel mehr, als sie zunächst selbst merken. Sie müssen die Situation mit der Tide kennenlernen, also Ebbe und Flut. Sie müssen wissen, wann. Bisschen weiter rechts. Sie lernen den Umgang mit Süß- und Salzwasser. Sie lernen Tauwerk kennenlernen. Sie müssen Knoten kennenlernen. Sie fahren mit verschiedenen Booten. Sie müssen Material packen. Und es ist eine richtige Knüppelarbeit. Das ist also nichts für Spaziergänger. Das ist hier kein Holiday-Urlaub, das ist ein richtiges Workcamp, hier wird gearbeitet. Und das machen die gerne. Die kommen zum Teil ja zu 7-8 Mal wieder. Daran sieht man, dass es ihnen also auch Spaß macht. Aber natürlich ist es ein bisschen Abenteuer, nicht? Die Jugendlichen bauen aus Buschwerk und Holzpfählen sogenannte Lanungen. Zaunartige Gebilde, die die Hallig vor den Nordseewellen schützen sollen. Das Material liefert der Landesküstenschutz. Norderoog liegt quasi als Wellenbrecher im Watt und ist damit auch für den Schutz der Festlandsküste wichtig. Der Verein Jord Sand könnte mit seinen Spendengeldern die Hallig nicht erhalten. Bevor der Verein vor über 100 Jahren hierher kam, war er auf der Hallig Jord Sand aktiv. Das war unser erstes Schutzgebiet. Diese Hallig existiert heute nicht mehr. Die war 1907 deutsch, ist 1920 nach der Volksbefragung zu Dänemark gekommen. Und die Dänen haben sich nicht drum gekümmert, haben keinen Uferschutz gemacht. Die Hallig hat sich aufgelöst. Das ist unser bestes Negativbeispiel, wie man eine Hallig verliert. Und nach dieser Hallig heißt der Verein. Auch Norderoog wurde immer kleiner, bis vor 40 Jahren. Da holte der Verein die ersten Jugendlichen auf die Hallig. Ohne Strom und Süßwasser. Zeltkomfort. Waschen und Zähneputzen mit salziger See. Und alles wird von Hand erledigt. Auch beim Lanungsbau. Das ist fast so wie früher im Wattenmeer. Also ich bin wieder da, weil die zwei, drei, die ich letztes Mal kennengelernt habe, die sind jetzt auch wieder da. Und es gibt feste Gruppen, die sich immer wieder anmelden. Alle werden einbezogen, integriert. Also es ist wirklich schön zu sehen, wie so eine Gruppe funktionieren kann. Einer für alle, alle für einen. Johanna Krämer hat heute Schüsseldienst im gemeinschaftlichen Badezimmer. Wenn keine Feriencamps sind, lebt auf Norderoog nur der Vogelwärter im Stelzenhaus. Bis zu 50.000 Seevögel rasten und nisten hier. Das Stelzenhaus ist bei Sturmflut auch der einzige Fluchtort für das Camp. Eine Warft hat die Hallig nicht. Fast alles spielt sich im Küchenzelt ab. Es ist Mensa, Vorratsraum und Inselcafé. Jeder hat hier drin mal Dienst. Gekocht wird mit Gas und Wasser aus Kanistern. Der einzige Service, die Lebensmittel werden angeliefert. Zu Beginn der Camps und Nachschub zwischendurch. Und das sind pro Tour immer 1,5 Tonnen, die wir brauchen. Für bummelige 2.000 Euro im Durchschnitt. Wenn die hier morgens frühstücken, da ist mehr drauf, als sie zu Hause haben. Also das ist schon, die essen hier ja nicht, die fressen, weil sie körperlich gefordert sind. Und das ist sehr wichtig. Der Küchendienst hat hier eine ganz heiße Aufgabe, das ist wie der Koch auf dem Schiff. Das muss hier stimmen, das Essen. Eine Meuterei wäre nicht gut. Die Hallig braucht die jungen Leute und ihren Idealismus. Es ist einfach wunderschön, so weit draußen zu sein. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Sterne gesehen wie hier nachts. Also ich komme zwar vom Land, aber das ist unbeschreiblich. Also es ist zur Arbeit, klar, schon irgendwie auch hart, kalt, aber es ist wunderschön. Also ich möchte es nicht missen und es ist natürlich gut, ein Gebiet wie das hier zu erhalten. Kurz vor Hochwasser. Noch verbirgt die Flut Sende und Watten. Die Johanna nimmt Kurs auf die Hallig Süderoog.
Es scheint, als könne man kreuz und quer segeln. Vielerorts aber fehlt schon die Handbreit Wasser unter dem Kiel. Sogar diesem Plattbodenschiff, das extra für das flache Revier gebaut worden ist. Die eigentlich kurze Distanz zwischen Norder- und Süderoog ist ein langer Weg. In weiten Bögen um Untiefen und flache Sände herum. Den tiefen Prielen folgend. Mal mit und mal gegen den Tidenstrom. Die Crew der Johanna segelt so wie die Nordfriesen früher. Aber auf Satellitennavigation und Tiefenmesser verzichten Wilhelm Rümpler und sein Sohn Gerrit nicht. Da ist eine Strömungskante. Ja, da geht auch die 2-Meter-Linie längs. Wie die Seeleute früher ohne solche Hilfsmittel navigiert haben, fordert den beiden höchsten Respekt ab. Ab jetzt wird es einfacher. Ein Prickenweg markiert die Einfahrt zur Südspitze der Hallig. Die Segler werden erwartet. Süderoog darf man nicht einfach besuchen. Wie Norderoog ist es eine Vogelschutzinsel in der am strengsten geschützten Zone des Nationalparks. Nur ganz wenige kommen hierher. Zu Fuß. Auf einer geführten Wanderung von Pellworm über das Watt. Einen Kilometer lang. Eine Warft und Salzwiesen. Das ist Süderoog. Das Zuhause von Kapitän Hermann Mathiesen und seiner Frau Gudrun. Die beiden haben dieses Stück salziges Land mitten im Meer gepachtet. Mit dem Haus darauf. Vor über 20 Jahren. Ja, wie kommt man dazu? Ich habe zu der Zeit gefischt und wir sind nur zufällig drauf gekommen. Ich hatte gerade keinen Angestellten, der hatte gerade gekündigt. Und da dachte ich, irgendwann will ich auch mal meine Frau kennenlernen, weil ich ja sonst immer unterwegs war. Und dann bot sich das hier an. Und dann haben wir uns einfach mal beworben. 14 Tage später habe ich schon, als ich auf Nordstrand reinkam mit dem Kotter, da haben die vom Rettungsboot schon gesagt, wir gratulieren dir auch. Ich sage, wozu? Ja, du hast Süderoog gekriegt. Ich sage, Mann, so ein Mist. Und dann kam meine Frau mit dem Auto über den Deich und sagte, ja, und dein Schiff habe ich auch schon verkauft. Da war ich erstmal richtig fertig. Ihre Tiere haben sie vom Festland mitgebracht. Sie helfen, die Hallig zu pflegen, halten den Bewuchs kurz. Alles machen die Mathiesens selber. Mit der Hallig haben sie eine Aufgabe vom Land Schleswig-Holstein angenommen. Ohne sie würde Süderoog jedes Jahr ein bisschen schrumpfen. Die hauptsächliche Tätigkeit ist der Küstenschutz. Wir haben in den letzten Jahren die ganzen Steindeiche erhöht, weil die Hallig innen doch ziemlich kaputt war. Und konnten das dann in Ordnung bringen und das hat sich auch bewährt. Denn die Hallig läuft jetzt von innen erst voll, bevor die Wellen von oben drüber schlagen und das Erdreich kaputt machen, ne? Oder ausspülen. Land unter kommt oft vor. So wachsen zwischen Ebbe und Flut hochspezialisierte Pflanzen. Eine ursprüngliche Salzwiesenlandschaft, die mit dem Watt drumherum unzählige Seevögel anzieht. Auch die Mathiesens leben sehr speziell. Kein Strom, nur ein Generator für den Notfall. Und bergeweise Vorräte. Eigentlich ist das so wie auf dem Schiff, dass man auch immer Vorräte an Bord hat. Und hier muss man eben noch ein bisschen mehr haben, ne? Denn wir sind den letzten Winter, konnten wir 2 Monate nicht wegkommen. Und dann will man ja nicht gleich aufgeschmissen sein. Dann haben wir natürlich Mehl in Säcken, backen selber Brot und unser Fleisch, was wir hier, die Tiere, die wir hier schlachten, die wecken wir in Gläser ein, so wie früher. Dann brauchen wir auch keinen Strom für eine Truhe extra. Das geht eigentlich ganz gut. Und dann kommt man schon, also ein gutes halbes Jahr kommen wir ohne einzukaufen. Über die Runden. Aber auch das bringt die Abgeschiedenheit. Bernstein. Gefunden draußen vor der Hallig im Watt. Wo genau, verrät er nicht. Ein schöner, ne? Ja. Da muss man sich vorstellen, der ist ja noch viel größer gewesen, da ist ja was abgebrochen, ne? Ja.
Eigentlich ist Hermann Mathiesen Seemann, wie viele in seiner Familie. Hier auf Süderoog sind ein paar Berufe dazugekommen. Fast alles muss er selbst bauen und reparieren für Küstenschutz und Hof. Und jetzt zählt er auch noch die Vögel. Mathiesen ist auch der Vogelwart von Süderoog. Doch nicht mehr lange. Dann muss der Kapitän sein Schiff, die Hallig, verlassen. Fest verankert im Nationalpark und im Küstenschutz bekommt Süderoog dann eine neue Crew. Ja, ich kann ja nur noch 2 Jahre, dann bin ich Rentner, dann bin ich 65, dann muss ich ja weg. Dann gehöre ich zum alten Eisen. Dann wird das ausgeschrieben und dann kann sich die Nächsten bewerben. Das ist ja auch mit dem Arbeitsplatz verbunden hier und dann wollen wir ja auch keinen im Weg stehen, denn die Arbeitsplätze sind ja nicht so üppig mehr. Noch bleiben die Mathiesens auf Süderoog. Für die Crew der Johanna aber heißt es Abschied nehmen. Die Segler wollen wieder hinaus ins Wattenmeer. Das nordfriesische Wattenmeer. Sende und Halligen machen es einzigartig. 10 Halligen gibt es heute noch. Hoge ist die bekannteste. Und die einzige mit einem kleinen Sommerdeich. Landunter kommt auf Hoge nur selten vor. Rund 100 Menschen leben hier, verstreut auf 10 Warften, wenn man die Touristen nicht mitzählt. 120.000 Tagesgäste im Jahr und 40.000 Übernachtungen. Da spielen Fähren und Ausflugsschiffe vom Festland eine große Rolle. Sie können die Hallig unabhängig von Ebbe und Flut anlaufen. Allein die Seeadler fährt 2 bis 3 Mal täglich Hoge an. Ihr Kapitän Heinrich von Holt ist ein echtes Halligkind. Wenn man auf der Hallig geboren wird, dann ist das eigentlich schon vorprogrammiert, dass man Kapitän wird. Mein Vater war schon Seemann, mein Opa war Seemann. Eigentlich blieb mir gar nichts anderes über. Und ich muss auch sagen, ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe. Das ist eigentlich ein Traumjob. Das ist halt das Paradies. Vorausgesetzt, man mag auch dieses Wetter. Typisch nordfriesisch eben. Es wechselt ständig zwischen grau und heiter. Die meisten Hoge-Besucher kommen ohne Auto. Wozu auch? Hier verkehrt der Pferdebus. Mit ihm kann man die Hallig in aller Ruhe erkunden. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß geht es auch. Die Distanzen sind überschaubar auf Hoge. Satte Wiesen auf fruchtbarer Marsch. Bis vor 50 Jahren lebten die meisten von der Weidewirtschaft. Wasser für das Vieh brachte der Regen. Im sogenannten Veting wurde er gesammelt, einem Teich mitten auf der Warft. Zum Kochen und Trinken nutzte man den Regen, der auf die Hausdächer fiel. Bis 1970. Dann erst wurde eine Wasserleitung vom Festland nach Hoge verlegt. Maler, Stackel, komm! Komm! Das meiste Vieh heute auf der Hallig ist Pensionsvieh. Es gehört Bauern vom Festland, die es im Sommer auf die Hallig schicken. Maler ist besonders neugierig. Sie und Stackel sind nicht nur zu Gast. Sie dürfen auch im Winter Halligluft schnuppern. Hey, was ist Eigenes? Hartwig Binge, Landwirt in 4. Generation, hält vor allem eigenes Vieh, Mutterkühe und Kälber. Der Boden ist zwar sehr nahrhaft, aber sie brauchen, um eben ausgewachsen zu sein, ein halbes Jahr länger wie die Tiere auf dem Festland. Weil wir eben kein Mais haben und keine Grassilage, sondern nur Heu im Winter füttern und im Sommer dann dieses Weideland haben. Maler schmust gern. Sie kann nur eines gar nicht ab, wenn es um ihr Fleisch geht. Wenn man es in die Pfanne haut, dann läuft das nicht so zusammen. Ne?
während das schnell aufgewachsene, das ist voll Wasser und deswegen ist das nicht so gut. Ne? Und dies hier ist eben sehr schönes Fleisch. Die Kirche von Hoge erzählt von Not und Neuanfang. Die verheerende Buchadi-Flut 1634 hatte große Teile der alten Insel Strand verschlungen, mit mehr als 6000 Menschen. Dörfer wie Osterwold lagen zerstört in den Fluten. Hoge war ein kleines Stück Land, das übrig geblieben war, aber ohne Kirche. Nach der ersten großen Manntränke hat man aus mehreren Kirchen, überwiegend aber aus der Kirche von Osterwold, diese Kirche zusammengetragen. Und das haben überwiegend die Halligfrauen gemacht und haben die dann hier wieder einzeln aufgebaut. Also jeder Stein, jedes Stück Holz, Brett ist einzeln hierher getragen worden und dann wieder hier errichtet worden. Auferstanden aus versunkenen Kirchen und auf Sand gebaut. Mit gutem Grund. 1978 und 1984, als hier die großen Sturmfluten waren, da habe ich das erlebt, dass das hier drin stand. Dass das dann nachher nach und nach absickerte und das dauerte dann 2 Tage, dann war das ganz weg. Nass ist es heute nur von oben. Trotzdem schwärmen die Touristen. Viele sind unterwegs zum Königspesel auf der Hanswarft. Und? Moin. Na, wo die hier rein? Ja. Wir wollen gerne mal in den Königspesel. Das geht los, du. Ja? Mhm. Der Pesel war die gute Stube von Kapitän und Schiffseigner Tade Hans Bandix. Fliesen, Geschirr, alles brachte er von seinen Reisen um die Welt mit nach Hause. Seit 1880 wird dieser Pesel von Gästen besucht. Das ist nachweislich, dass es das älteste Privatmuseum in Schleswig-Holstein ist. Es wurde in diesem Pesel nie etwas veräußert, aber auch nie etwas später dazugetragen. Jeder hat es so belassen. Die Nordfriesen ohne ihr Brauchtum, das wäre wie Wattenmeer ohne Halligen. Und jede Hallig ist anders. Die Johanna steuert Gröde an, was nur bei Hochwasser geht. Gröde ist zerklüftet und von zahlreichen Prielen durchzogen. Eine sehr ursprüngliche Landschaft. Nur 2 Warften und ab Juli ein lila Blütenmeer. Der Strandflieder ist eine hochspezialisierte Salzwiesenpflanze. Gröde ist berühmt dafür. Offiziell heißt die Hallig Gröde Appelland, weil sie aus 2 Halligen zusammengewachsen ist. Landwirtschaft und Tourismus sind hier nur Nebenerwerb. Die Halligmänner verdienen im Küstenschutz ihr Geld. Sie haben in den letzten Jahren eine Art Sommerdeich um Gröde gezogen. Gröde gehört zu den Halligen, die mit am häufigsten auch Landunter haben, also bei Sturmfluten unter Wasser stehen sozusagen. Die ganze Grünfläche ist hier unter Wasser. Deswegen entstehen hier auch solche Schäden hier und darauf reagieren wir natürlich. Diese Soden werden hier jetzt gesetzt, die werden im Land geschnitten, wo es schneller wieder hochwächst und hier hingesetzt und hoffen natürlich, dass sie anwachsen und den nächsten Stürmen widerstehen. Gröde, die kleinste Gemeinde Deutschlands, mit nur 13 Einwohnern. So allein im Watt. Da muss man sich gegenseitig aushalten, gemeinsam Entscheidungen treffen. Also wir kommen hier miteinander aus, lieben uns mehr oder weniger. Und ich denke, so eine Anerkennung oder Akzeptanz, wie jeder hier lebt, das ist wichtig. Und ich glaube, das versuchen wir alle, sonst funktioniert das hier nicht. Auf der 2. Warft steht nur 1 Haus, Kirche und Schule unter einem Dach. Ich habe hier 1987 angefangen mit einem einzigen Schulkind. Und jetzt bis zum Ende meiner Dienstzeit habe ich insgesamt 10 Kinder unterrichtet. Und das in 24 Jahren, das ist ja nicht übermäßig viel.
Also das ist schon mal etwas Besonderes. Und dann die ja mehr oder weniger Einzelbetreuung, die sie für das Kind machen. Das ist ja fast schon Privatunterricht, könnte man das sagen, auch wenn es natürlich eine öffentliche Schule ist. Einkaufen, zum Arzt, ein Besuch am Festland, das geht nur bei Hochwasser. Die Tide muss so sein, dass man morgens loskommt und abends mit dem nächsten Hochwasser wieder zurück kann. Aber nur zweimal im Monat ist das der Fall. Gröde liegt gerade mal 4 Kilometer vom Festland entfernt im Nationalpark Wattenmeer. Aber auch hinter dem hohen Seedeich gibt es Naturschutzgebiete, die einmalig sind. Der Beltringharder Koog ist durch Eindeichung einer der letzten tiefen Wattenmeerbuchten entstanden. Der Nordstrand der Bucht. Nordstrand verlor seinen Inselcharakter. Der Küstenschutz gewann eine zweite Deichlinie und eine bessere Binnenentwässerung. Der Eingriff in die Natur war extrem und sehr umstritten. Zum Ausgleich wurde alles zu Naturschutzgebiet. Mit Feuchtgrünland, Salzwiesen, Speicherbecken und einer Salzwasserlagune. Für sie lässt man Ebbe und Flut sogar durch den Deich. Und zuerst wurde das also sehr kritisch gesehen, weil man sagte, es gibt ja so viel Salzwasser außen Deichs, warum überhaupt hinterm Deich? Und es ist tatsächlich eben eine Lagune. Und eine Lagune ist ein Lebensraum mit einem unvollständigen Wasseraustausch. Es kommt Salzwasser rein, muss aber nicht regelmäßig. Und es ist ein ganz spezieller Lebensraum mit also geschützten Wasserflächen, mit geringer Strömung und eben einer ganz typischen und besonderen Tierartenzusammensetzung, die wir dort finden. Es sind zwar alle Wattenmeer-Tierarten vorhanden, aber eben auch einige Arten, die im Wattenmeer selten oder gar nicht vorkommen. 40 Zentimeter steigt und fällt das Wasser in der Salzwasserlagune. Der Tidenhub vor dem Deich beträgt 3,5 Meter. Deiche prägen das Bild Nordfrieslands, auch im Hinterland. Sie sind entstanden im jahrhundertelangen Ringen mit dem Meer, um neues Land für Ackerbau und Siedlungen. Einen Koog vor den anderen setzend, drang man so in die fruchtbaren Seemarschen vor. Das Meer schlug oft mit verheerenden Sturmfluten zurück. Doch der Mensch gab nicht auf. Heute besteht die Festlandsküste aus 170 Kögen. Ganz vorn an der Küstenlinie liegt der Sönke-Nissen-Koog. Mit seinen Höfen in der Mitte, wie auf einer Perlenschnur. Große weiße Häuser mit grünen Dächern. So hat es der Namensgeber Sönke-Nissen bestimmt. Um 1925 wurde dieser Koog eingedeicht, mitfinanziert von Sönke Nissen. Der Ingenieur aus Nordfriesland hatte im damaligen Deutsch-Südwestafrika von Lüderitzbucht aus eine Eisenbahnlinie gebaut und war dort durch Diamantenfunde reich geworden. 1 Noch heute heißen einige der Höfe nach seinen Eisenbahnstationen, wie Lüderitzbucht oder Kollmannskuppe. Und sehen auch so aus. Im Kolonialstil der Kaiserzeit. Ganz und gar nicht nordfriesisch. Sie stehen unter Denkmalschutz. Es ist Spätsommer geworden. Die ersten Herbstboten fegen über die Hamburger Hallig hinweg. Die kleine Halbinsel im Watt vor dem Sönke-Nissen-Koog. Seit 1860 gibt es einen Damm zur Hallig. Hamburger Kaufleute hatten hier einst das Deichrecht. Die verheerende Buchadi-Flut zerstörte 1634 ihre Deiche. Zurück blieb nur die Warft und darauf das Haus der Hamburger. So kam die Hallig zu ihrem Namen. Gezeitenströme und Sturmfluten treffen von Westen her auf die Hallig.
Sie ist befestigt worden. Landunter geht sie trotzdem oft. 1976 tobte die Flut hier sogar 4 Meter höher als normal. Als die Friesen um 700 ins Land kamen, Küsten befestigten und Deiche bauten, machten sie es zu einer bewohnbaren Landschaft. Immer im Kampf gegen Gezeiten, Stürme und den steigenden Meeresspiegel. Noch heute gilt, kein Nordfriesland ohne Küstenschutz. Bei Flut über das Wattenmeer segeln, vom Wind getrieben. Wer ahnt, dass hier vor 2000 Jahren zerklüftetes Küstenland war? Vielleicht lag hier, unter dem Kiel der Johanna, die sagenumwobene Handelsstadt Rungholt. Oder der Acker eines Bauern. Es sind keine großen Schlachten, die den Menschen hier den Atem raubten. Ihre Geschichte wurde vor allem von 2 verheerenden Sturmfluten geschrieben, den beiden Mandränken im 14. und 17. Jahrhundert. Sie zählen zu den schrecklichsten Naturkatastrophen Europas und kosteten Tausenden das Leben. Große Teile des einstigen Küstenlandes versanken damals im Meer. Die Hamburger Hallig ist ein kleiner Rest der alten Insel Strand, ihre Nordostecke. Strand war eine sehr große Insel, die sich über das heutige Nordstrand, Pellworm, bis nach Nordstrandisch Moor hin erstreckte. Sie entstand während der ersten großen Mandränke 1362 und die zweite Mandränke, keine 300 Jahre später, zerstörte die Insel wieder. Geblieben ist ein riesiges Wattgebiet. Die Hallig Nordstrandisch Moor soll heute Startpunkt sein für die Suche nach der alten Insel Strand und nach den Legenden von Rungholt. Robert Brauer ist ihnen seit jungen Jahren schon auf der Spur. Erst von Südfall aus, dem südlichen Rest von Strand. 20 Jahre lang hat er dort auf der Hallig nur mit seiner Frau gelebt. Heute bringt ihn die Lorenbahn nach Nordstrandisch Moor. Ebbe und Flut tragen ständig Sand und Schlick hin und her. Priele wandern. Und immer wieder werden dabei Spuren aufgedeckt. Kleine Puzzleteile, die zusammen die Geschichte Nordfrieslands und seiner Menschen erzählen. Robert Brauer hat schon viele dieser Puzzleteile aus dem Watt geholt. Dieses, schätzt er, ist aus dem 14. Jahrhundert. Das ist der Rand und hier ist die gerade Kante und hier kommt die Wölbung. Weil das nicht so steil ist, muss es ein Teller gewesen sein. Wir würden heutzutage sagen, das ist ein Obstteller. Ein paar hundert Meter weiter hat das Meer ganze Brunnenringe freigespült. Das sind Steine vom Haus, ne? Ja, hier haben wir nun den Brunnenring, das bedeutet, dass hier eine Warf war. Aber im Hintergrund der Warf könnt ihr gleich sehen, dass da ein Deich war. Reste davon kann man sehen, man kann auch genau sehen, wie breit er war. Und dies ist der Deich von Stindebüll. Und das war ein Mitteldeich, das war kein Seedeich. Und folgedessen brauchte er nicht so hoch zu sein. Graben darf man hier nicht. Nur Zufallsfunde nimmt Robert Brauer mit. Die Glocken von Rungholt, von der alle Rungholt-Forscher träumen, hat er noch nicht gefunden. Aber andersrum kann ich auch sagen, ich habe die Glocken von Rungholt gehört. Denn wenn man alleine übers Watt läuft und ist also 10 Kilometer von der Küstenlinie entfernt, dann kriegt man ein anderes Spektrum. Und auf einmal hat man ganz andere Gedanken. Und man kann sich verbrüdern mit den Rungholtern. Ich habe mal so eine Episode erlebt mit meiner Frau. Da hatte ich einen Totenkopf gefunden.
und habe ihn in den Fensterbank gestellt auf der Halli. 2 Tage später war der Sturm da, fast bis zur Fensterbank. Und da hat sie gesagt, du bringst morgen den Totenschädel zurück. Die Ronkholder sind vor der Tür, die wollen ihn wieder haben. Man wird dann auch splinig. Nordfriesland ist ein Urlauberland. Auf den Inseln und am Festland. Millionenfach beschrieben und fotografiert. Allen voran der Leuchtturm Westerheversand. Die Touristenattraktion auf Eiderstedt. Hein Gerzen braucht kein Foto vom Turm. Er hatte ihn Zeit seines Lebens vor Augen. Er war sein Wärter. Bis man das Leuchtfeuer automatisierte. Zu unserer Zeit war es noch ruhig. Und wir waren immer froh, wenn wir ganz alleine waren da draußen am Turm. Und der Tagesablauf als solches für den Wärter, das war folgendes. Immer Licht zu zeigen. Und zwar während der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und das ist die Zeit, wo der Leuchtturm dann brennt. In dem einen Haus ist Hein Gerzen aufgewachsen, als Sohn des Leuchtturmwärters. In das andere zog er, als er den Job von seinem Vater übernahm. Damals allerdings mit erheblichen Zweifeln. Wenn du solltest mal eine Familie haben und dann dort draußen wohnen, um Gottes Willen, bloß das nicht, Kinder zur Schule von dort, ist er mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Er hat es nie bereut, war glücklich mit seiner Familie hier. Noch heute klettert er fast täglich hoch und erzählt den Touristen von seiner Zeit im Turm. In der Freizeit ging man mal raus auf die Sandbank, haben mal Bernstein gesammelt, das Gold des Nordens hier. Und das hat man dann abends mit draufgenommen in den Turm und hat das dann poliert bei den Nachtwachen, weil man dann ja Zeit hatte. Eine schöne Zeit da draußen und schon so. Weit geht der Blick hinaus von der Aussichtsplattform des Leuchtturms. Über die Unendlichkeit der See und über das platte Land. Über eine einzigartige Region, geformt und beherrscht von Ebbe und Flut. Ein Land im Gezeitenstrom.